mein geliebtes Kind. Vater? Du weißt, dass ich fort bin. Und alle Gebete und Wünsche bringen mich nicht zurück. Ich weiß, dass du mich vermisst. Aber mein Tod und mein Leben haben keinen Einfluss mehr auf dich. Genauso soll es sein. Blicke nach vorn zum Horizont und nicht zurück. Zögere nicht. Du hast einen langen Weg vor dir und du musst dafür bereit sein. Ich übergebe das hier deinen Händen. Ich weiß, du wirst Großes damit vollbringen. Reflexion erhalten. Was ist das denn Feines? Reflexion. Ein Amulett. Plus 1 Konstitution und plus 15% auf erhaltene heilende Effekte. Ja. Ist nett gemeint, Papi, aber können wir jetzt gerade nicht wirklich gebrauchen. Und jetzt, ich mache nochmal einen Quicksave. Ja. Ihr seht's gleich. Kommt eh ein Autosave, ihr seht's gleich. Ihr seht, guck mal, der Amras stürmt auf uns zu. Und wenn man hier solo drinne ist, man kämpft hier immer gegen seine Spiegelbilder. Wenn man hier solo drinne ist, kämpft man nur gegen sich selber. Wenn man hier allerdings mit der ganzen Gruppe drinne ist, dann kämpft man auch gegen die ganze Gruppe. Und wenn man weiß, was seine Gruppe so alles drauf hat, so wie unsere Gruppe so einiges auf dem Kasten hat, ist es hier doch einfacher und schöner und angenehmer, wenn man hier solo reingeht. Und jetzt gibt's einen netten Kampf. Amras gegen Amras. Und ich glaube, Amras gewinnt. Fragt sie nur, welcher. Ja, dann gibt's jetzt erstmal gleich einen unfairen Kampf. Zack. Ich mach das jetzt mal alles manuell. Die Unruhe. Er hat übrigens auch einen Helm auf. Seht ihr das, den wir nicht aufhaben? Mal des Todes, alles drauf, was geht, zack. Wir müssen auch mal bei uns gucken und das war's. Ja, so einfach ist dieser Raum, wenn man hier solo drin ist. Und also in der Gruppe kann der echt richtig, richtig, richtig böse werden, der Raum. Da kann man schon mal den ein oder anderen Versuch dran verschwenden. Beziehungsweise nicht verschwenden, sondern den einen oder anderen Versuch brauchen. Kommen wir zur Aufgabe Nummer 3. Andraste liebt ihre Anhänger ebenso wie den Erbauer. So wie wir an den Erbauer glauben, müssen wir auch an unsere Freunde glauben. Ja, hier braucht man jetzt eigentlich wieder alle 4 Gruppenmitglieder. Das ist aber so gelöst, dass man hier einfach 3 Aschegeister an die Seite gestellt kriegt, die wir sogar leveln können? Nein, nein, wusste ich doch. Macht ja auch keinen Sinn. Und hier müssen wir jetzt uns eine Brücke bauen. Das ist auch ein Rätsel. Leute, da kann man Stunden dran verbringen und Tage dran verbringen und kann da voll dran verzweifeln. Bei mir war es beim ersten Spieldurchlauf so. Ich habe es mir dann beim zweiten Spieldurchlauf, habe ich es mir dann aufgeschrieben, was ich machen muss. Und deswegen geht das hier jetzt alles relativ zügig. Also, wir stellen hier erstmal alles auf Halten, sonst latscht uns hier jeder hinterher. Dann gehe ich mal gerade in die Vogelperspektive, weil es angenehmer ist. So, wir brauchen eine Person auf der 3. Druckplatte links. Also hier. Dann sollte sich hier ein Brückenteil zeigen, was aber noch durchsichtig ist. Ich muss noch mal ganz kurz husten, kleinen Moment. So, dann Nummer 2. Geht auf die 2. Druckplatte rechts. Hierhin. Ihr seht, dann ist das erste Brückenstück, schwieriges Wort, ist fest. Und ein zweites taucht auf, was durchsichtig ist. Und dann stellen wir die 3. Person auf die 6. Druckplatte links. Also auf die letzte. Huch, auf die letzte. Ja, nun hopp. Mach mal ein bisschen hin. So, jetzt hätten wir auch das 2. Brückenstück fest. Und die 4. Person, die stellen wir jetzt eben genau auf dieses 2. Brückenstück. Ja, so läuft's. So, jetzt Phase 2. Wir stellen wieder Person 1, also in dem Fall uns, auf die 4. Druckplatte rechts. Also hierhin.
Das ist echt, also ein richtig, richtig böses, fieses Rätsel. Ein schweres Rätsel auch vor allem. Dann Person Nummer 2 auf die erste Druckplatte links. Also hierhin. So. Und wenn ich mir jetzt alles richtig aufgeschrieben habe, dann müssen wir jetzt die vierte Person, die halt, die eben hier steht, weiter bewegen. Auf dieses Brückenstück. Und dann müssen wir Person Nummer 3 auf die fünfte Druckplatte rechts stellen. Also hierhin. Klappt bis jetzt ganz gut. Und dann muss unsere Wenigkeit auf die zweite Druckplatte links. Also hierhin. Und jetzt können wir mit der letzten Person hier rüber und die Brücke sollte eigentlich auftauchen. Yeah. Geschafft. Und da kann man sich wirklich ziemlich lange die Zähne dran ausbeißen. Ich bin ganz froh, dass ich mir das aufgeschrieben habe, wie es zu laufen hat. Da habe ich, glaube auch, ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, weil ich es immer wieder neu probiert habe und immer wieder von vorne aufschreiben musste. Aber letztendlich hat es ja was gebracht. Und zwar haben wir uns hier nämlich locker, wenn ich das jetzt so gemacht hätte, also ich weiß nicht, 15, 20 Minuten hätte ich bestimmt gebraucht. Weil man das einfach nicht alles im Kopf haben kann. Und jetzt sehen wir da Feuer. Und ein Altar. Und zwei Truhen. Und da oben ist sie. Die Urne der heiligen Asche. Aber wir untersuchen erstmal den Altar. Dieser Altar ist nicht viel mehr als ein staubiger Steinblock. Du erkennst an der Vorderseite eine Inschrift. Weiter. Legt ab die Zeichen weltlichen Lebens und hüllt euch in die Güte des Geistes. König und Sklave, Adeliger und Bettler, seien neu geboren unter dem Blick des Erbauers. Ja, und hier müssen wir unsere Ausrüstung ablegen, denn durch das Feuer kommen wir nur nackig. Also, nackig bis aufs Unterhöschen, Blut am Buckel, Blut am Bein, hindurch! Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert. Yep. Seid Andrastes Weg gegangen. Yep. Und wurdet gleich ihr gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilger. Danke. Nähert euch der heiligen Asche. Juhu! Erhaltene Gegenstände, Quest absolviert, gucken wir uns erstmal an. Du hast dich als würdig erwiesen und darfst dich nun der Urne der heiligen Asche nähern. Erhaltene Gegenstände? Ja, was denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt bekommen haben. Na gut, auf jeden Fall. Erstmal. Okay, eine Cutscene. Da ist sie, Andraste. Wir sind der Urne ganz nah. Der heiligen Asche. Um all ihm zu retten. Und endlich die Verderbnis in voller Stärke bekämpfen zu können. Ja, dies sind die sterblichen Überreste von Andraste, Prophetin und Braut des Erbauers. Eine Prise natürlich, der Asche nehmen. Oder? Ich glaube ja. Du nimmst eine Prise der Asche und verstaust sie in einem Lederbeutel. Die Urne unangetastet lassen. Prise der heiligen Asche erhalten. Quest aktualisiert. Benutze die Urne, um Al-Imen zu heilen. Du hast die Urne der heiligen Asche gefunden. Benutze sie, um Al-Imen zu heilen. Ja, ja, das machen wir auch. Nachdem wir hier uns noch angeguckt haben, was der glücklose Abenteuer so alles dabei hat. Noch ein Geschenk. Gürtel des Magisterlords. Plus 3 Zauberkraft. Ja. Und eine verstärkte Lederrüstung. Hier waren doch noch zwei Truhen. Eben, bingo. Ja, schwacher Geisterbalsam. Ganz wichtig. Und krieg dich auch auf. Jawohl, mittlerweile ist die Klugheit eigentlich relativ hoch. Dass wir eigentlich schon
den Großteil der Kisten aufbekommen müssten. Ja, damit hätten wir den Spießrutenlauf überstanden, hätten die Urne der heiligen Asche, nicht die ganze Urne, sondern eine Prise der Asche am Mann. Machen jetzt nochmal eben Momentum an. Das Liedchen trällert da ja immer noch. Warum habe ich es jetzt ausgemacht? Ja, weil ich es kann. Nein, wir reisen jetzt zurück nach Radcliffe und heilen Al-Eamon. Und das machen wir, indem wir hoffentlich... Ja, super. Wir holen uns erstmal wieder Ogryn, Lilianna und Morrigan ran. Dass wir auch ja alle wieder beisammen haben. Vielleicht unterhalten sie sich ja gleich nochmal. Ganz witzig. Ich finde die Zwischengespräche übrigens absolut sowas von genial. Ogryn müsste das eigentlich alles automatisch anmachen. Nicht? Doch? Nicht? Dann mache ich es halt an, Ogryn. Dann mache ich es halt an. Jetzt habe ich Bedrohen ausgemacht. Weil ich ein Held bin. So, nein, wir kümmern uns jetzt immer noch nicht um den Drachen. Kommt doch mal mit, Freunde. So, nur aber Bedrohen an. Jo. Und jetzt... Ich finde das gerade seltsam, dass ich von hier nicht auf die Weltkarte kann. Das ist komisch. Jetzt müssen wir erstmal... Es gibt einen Geheimgang, wo wir gleich wieder ganz am Anfang vom Tempel sind. Also wir müssen jetzt nicht nochmal durch die ganze Bude. Wir können hier einfach rechts runter. Entschuldigung. Und können hier in den verfallenen Tempel. Ja. Und hier an der Stelle gab's oder gibt's, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, hier gibt's einen weiteren kleinen Exploit. Wenn man durch die Tür geht, kriegt man in der Regel einen Balken unten von der Erfahrung dazu. Also quasi ein Zehntel Erfahrung gibt's jedes Mal dazu, wenn man durch die Tür geht. Ich weiß nicht, ob es den Exploit noch gibt. Da kann man sich dann natürlich bequem auf Level 25 bringen, wenn man entsprechend noch nicht Level 25 erreicht hat und das gerne haben möchte. Ich mache das jetzt nicht. Also wir werden Level 25, glaube ich, nicht erreichen, auch wenn wir relativ viele Quests gemacht haben und relativ viele Sachen abgegeben haben bei den Elfen, was ja auch ein kleiner Exploit ist, wenn man da Elfenwurzel abgibt. Bruder! Willkommen zurück. Ihr wart ziemlich lange fort. Jo. Und? Habt ihr sie gefunden? Denity will den Beutel mit der Asche zeigen. Ist das... Oh, da ist Staub auf... Nein, das ist kein Staub. Oh, Erbauer, ich bin nicht würdig, das zu sehen. Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Zermürbend. Es gab Prüfungen. Prüfungen? Interessant. Höchst interessant. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Das ist unklug. Viele würden versuchen, daraus Vorteile zu schlagen. Aber die Urne gehört allen Gläubigen. Könnt ihr sie ihnen verweigern? Nein. Wir müssen sie teilen. Dem stimme ich zu. Wir dürfen sie anderen nicht vorenthalten. Wir haben nicht das Recht dazu. Ich wünschte, die Leute würden mich häufiger mit anderen teilen. Vor allem die Damen. Ich will, dass mich mehr Damen teilen. Ich werde diese frohe Kunde verbreiten. Und wenn ich dabei sterbe. Was für ein schöner, unpassender Kommentar von Ogryn. Hier wird über irgendwelche kirchlichen Dinge diskutiert. Und Ogryn hat mal wieder nur die Damenwelt im Kopf. Weltklasse. Also wir töten Denitivi jetzt natürlich nicht. Wir sagen einfach, wenn Schlimmes daraus erwächst, ist es eure Schuld. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Jo. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, Ginny T, wie wir schneiden da mal rein, wenn wir wieder in Denerim sind. So, dann können wir jetzt... Ja, zur Weltkarte.
und ab nach Redcliffe. Juhu!